zu einem neuen Video. Jetzt war es ja relativ lang gestartet, aber jetzt wird es wieder Winter, jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Jetzt werde ich ihn wieder mitnehmen. Heute vom Keidelgirm. Mit einem Sägespaltautomat, einem Typhoon RCA 400. 400 steht da für die Durchmesser, wo der Gürm kann. Genau, also in dem Fall eben 40 cm. Können wir da durchlassen und die Füße haben eigentlich so ein bisschen was. Genau, also den ersten Rückgewang haben wir jetzt gleich durch da. Genau, also ich tue da eben mit dem Rückgewang gleich wieder an den nächsten Bein her, dass das da viel flüssiger ist durchläuft. Genau. Da vorne dran am Rückgewang ist quasi unser 3120, Merci Ferguson. Dies da ist ein Deutsch, keine Ahnung was von euch, der ist ein Fremde, der wo Pedal schnürt dem. Genau. Jetzt würde ich sagen, stell mir die Kamera ein wenig aus, lass dich einmal durchlaufen ein wenig und dann erzähl ihm vielleicht noch was. Wir haben hier halt Drehholz gemacht. Ja,
33 der Kleine. Der 400er, der hat verschiedene Felsenbegütung, wo man quasi rauskommen kann. Da jetzt runter von Mosko, über Zirk, Verteidigung. Mit dem Vortritt, und wieder ein Steckkreuz verschieben. Also das ist die unterschiedlichen Größen, Anpassungsko. Und dann die Anholz. Und die Bücke, mit den Erdjahr 400 haben wir die Möglichkeit, dann den 25er, den 50er Titel, ziemlich alle gegen die Phase fahren können. Zugeführt wird das über einen Tisch. Am besten eine Rückenwagenbestückung oder alternativ Frontlader. Überladen sind wir mit einer 5 Meter langen Förderbank, die wir bis zu 4 Meter hoch. Genau, noch über 0 Uhr wieder. Ich muss gerade schauen, ob ich das mit einer Hand schön hinbringe. Also wir haben ja da mit dem Rückenwagen einfach aufgestückt, weil wir die Möglichkeit haben. Also da haben wir quasi beim zweiten Rückenwagen, wo wir durchgelassen haben, also der erste, das waren ungefähr 8 der. Und die sind jetzt so ungefähr 5 der. Also zwei so Gitterboxen und 5 der. Genau. Und ja, also die ersten 80 der haben wir in einer Stunde gelassen, das waren 50er Scheitel, die sind jetzt 33er Scheitel. Da brauchen wir jetzt ein bisschen länger, weil wir halt echt abschneiden müssen. Genau. Aber sonst ist das eigentlich eine super Sache. Dabei, das war nicht so fein ist, also vierteilig, das, was drinnen ist, ist achteilig.